Schön, dass du heute hier bist und die Zeit gefunden hast, nochmal bei uns die Nase reinzustecken. Und vielleicht schon, bist du schon mal rumgegangen hier? Ja, auf der einen Seite, aber ich laufe gleich nochmal in Ruhe rum. Okay, sehr schön. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du für Friedberg und über Friedberg hinaus? Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Natalie Pavlik. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Bad Nauheim und darf seit Oktober 2021 als direkt gewählte Abgeordnete den Wetteraukreis im Deutschen Bundestag vertreten. Und in dem Zusammenhang engagiere ich mich natürlich auch, dass es in unserer Region vorwärts geht, dass das Ehrenamt, was so wichtig für unseren Zusammenhalt vor Ort ist, unterstützt wird und wir den Leuten auch das Leben leichter machen. Ich weiß, dass das auch kompliziert sein kann für viele. Daran arbeite ich auch mit im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also ich habe dich jetzt schon öfter erlebt auf, ich sage jetzt mal, sozial motivierten und gemeinnützig engagierten Veranstaltungen. Ist das für dich eine Herzensangelegenheit? Ja, natürlich. Ich vielleicht ein bisschen aus meiner Biografie bedingt. Ich bin mit 6 Jahren als sogenannte Spätaussiedlerin aus Sibirien nach Deutschland gekommen, in die Wetterau. Und hier haben die ehrenamtlichen Vereine, die Kirchen, die Integrationsvereine dazu beigetragen, dass wir ein schönes Ankommen hatten. Das Rote Kreuz, was uns Kleidung gespendet Hand und Spielzeuge und schon von klein auf war das für uns eine große Stütze und ich glaube, ohne das großartige Engagement von anderen Menschen, die nicht nur sich selber, sondern vor allem das Gemeinsame in den Fokus unserer Gesellschaft drücken, wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht da, wo ich bin. So. Und ich bin sehr froh, dass wir so nett aufgenommen wurden und viele Menschen uns geholfen haben, Fuß zu fassen hier in der Region, in der Wetterau. Und ich hoffe, durch meine Arbeit denen ein Stück weit etwas zurückzugeben. Sehr, sehr, sehr schöner Zug, finde ich ganz wichtig. Hört sich gut an. Und ich glaube hier, wenn ich hier so hergucke, wird es einfach nochmal sichtbar, was es alles gibt, welche Möglichkeiten wir auch haben. Wir haben so viel, wie du es schon sagst, zu bieten, auch Friedberg. Und hier sieht man es einmal auf einem Fleck. Vielen Dank. Definitiv und vielen Dank an euch, dass ihr das alles organisiert. Ich weiß, dass als auch wir früher überlegt haben, wenn man sich engagieren möchte, wo kann man denn hin? Und so eine Messe, wie ihr das jetzt macht, das ist eine sehr gute Gelegenheit, gerade für neu zugezogene, für neu angekommene Menschen, die ganze Vereinslandschaft aus Friedberg kennenzulernen. Die Ehrenamtsagentur, die hier so eine tolle Arbeit leistet. Danke euch für alles. Und einen schönen Tag euch allen noch. Natalie Pavlik, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist.